Hallihallo und willkommen zurück bei Minecraft Hollow, dem Langzeit-Let's Play von I am Kong. Ich bin der Kong und ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid, hier in Staffel 2 von Hollow. Ja, solltet ihr gerade den ersten Teil von Minecraft Hollow Staffel 2 gesehen haben und seid ihr zu dem zweiten rübergerutscht, Hut ab. Entweder macht dann die YouTube-Autoplay-Funktion gerade wieder richtig ordentlich Stress oder ihr seid härter im Nehmen, als ich dachte. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ich schmeiß erstmal hier ein bisschen Gammelfleisch in die Ecke. Im letzten Teil haben wir im Grunde aufgehört mit gar nichts, außer dass ich sagte, ich möchte hier eine ganze Menge bauen. Und ich möchte fast sagen, red nicht nur rüber, wir tun es. Aber erstmal packe ich hier ein paar Sachen, die mir schon wieder entgegengeschwappt sind, entgegen. Ich war zwischendurch ein bisschen Holz am Hacken. Schalkerboxen habe ich auch dabei. Also eigentlich kann ich schon... Hallo? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Nee, du kommst klar? Ja, wunderbar. Dann möchte ich dich auch gar nicht weiter aufhalten. Fisch. Ja, aber schön zu wissen, dass auch hier die Schildkröten, die Turtles, auch nisten. Aber hier sehe ich das erstmal. Ja, ist ja klar, ne? Wasser, Meer, Strand... So, wir müssen erstmal ein paar Steine besorgen. Obwohl, eigentlich müsste man auch... Ja, man müsste alles gleichzeitig, ne? Aber dafür haben wir später noch ein bisschen Zeit. Ich möchte jetzt nicht sagen, unbedingt wieder hier die Welt großartig erkunden oder die Ecke hier erkunden. Sondern ich werde jetzt einfach mal kurz einen Prozess machen mit dem hier. Und werde hier mal ein bisschen was abbauen und mache das Ganze mal kurz ein bisschen flacher. Einfach, weil ich ein bisschen Baumaterial brauche. Oh, da seht ihr, da geht schon los. Ja, das hätte ich jetzt, wie gesagt, auch mit Steinwerkzeug machen können oder mit einfachen Holzwerkzeugen. Aber warum sollte ich darauf verzichten, wenn ich diese ganzen Errungenschaften schon habe? Ne, ich möchte einfach nur so ein bisschen auch meine Bauskills verbessern. Und im Nachhinein hätte ich vielleicht erstmal den Baum hier abholzen sollen. Warum? Siehe Beispiel A. Und sammeln. Alles sammeln. Wir können alles gebrauchen. Jeder Dreckklumpen ist irgendwie brauchbar für irgendwas. So, dann muss ich auch mal gucken. Es gibt ja dank der neuen 1.14 oder ich glaube wir spielen hier in der 1.14.4. Ich glaube ja. Moment, ich brauche doch gar nicht glauben. Ich kann gucken. Genau, in der 1.14.4. Und da gibt es ja so Sachen wie Brennöfen und so weiter. Und ich weiß gar nicht, ob Brennöfen nur bei Erzen als solches funktionieren oder ob man damit auch schneller Glas zum Beispiel brennen kann. Wäre ja mal interessant herauszufinden. Dafür müssen wir allerdings erstmal gleich so einen Ofen craften. Also erstmal brauchen wir die nötigen Verarbeitungsanlagen, bevor wir hier im großen Stil weitermachen können. Auch Stein, auch wenn ich Behutsamkeit habe und so weiter. Werden wir brennen müssen, können, dürfen, tun? Ja, ich will gar nicht so viel im Vorfeld eigentlich erzählen. Ne? Ja, wir machen hier und wir machen da und bla bla bla. Ne? Ich mach einfach mal. Ich werde mir mal so verschiedene Ziele setzen und dann gucken und hoffen, dass ich die dann auch irgendwie erreiche. Also jetzt erstmal nur Material. Ne? Schmutz, also Füllmaterial. Ja, die eine oder andere Pflanze, die wir dann schon hier verarbeiten können. Sand für Glas. Wir brauchen, denke ich mal, früher oder später große Mengen an Glas. Auch große Menge Stein brauche ich. Das heißt, ja, wir werden auch einen Tunnel bauen müssen. Beziehungsweise irgendwo mal irgendwelche Höhlen ausheben. Aber ihr seht ja hier, ne, wie beim Terraformen, das geht ja, ne, ja, Taschen wahrscheinlich schon längst voll. Ja, aber es geht auch gut voran. So, ich könnte jetzt mal kurz, Moment, überlegen. Ich benutze normalerweise dieses Interface so nicht. Holz. Aus Holz macht man Kiste, Werkbänke. Ja, Werkbänke habe ich da hinten auch. Holz habe ich eigentlich auch. Ich wollte hier einfach mal eine Kiste hinstellen. Laufen wir mal schnell zurück. Und da ist es auch schon. Ne? Man ist es anders gewohnt. Andererseits, Moment... Könnte eigentlich hier dann gleich, ne, sofort wieder auffüllen.
Hier ist mir bei meiner Ankunft nämlich auch der eine oder andere Creeper schon über den Weg gelaufen, der dann explodierte. Ich hatte meine Rüstung nicht an, deswegen bin ich lieber geflohen. Ja, und solche Dinger hier, die fülle ich dann alle auf und mache dann auch die Landschaft ein bisschen schöner. Ja, und dann müsst quasi ihr mir helfen, wenn ihr daran Interesse habt, im Sinne von, was oder wie soll gebaut werden. Ich werde immer mal zwischendurch fragen, ob das, was ich mache, ne, für euch so in Ordnung ist oder ja, eben nicht. Und euch auffordern, euch quasi... Wie bitte? Euch irgendwie an der, ja, zu beteiligen und mir zu sagen, ist das so in Ordnung? Ist das für euch so, ne? Ist das euer Stil? Oder würdet ihr eher sagen, ah nee, das passt nicht, weil, sollen wir hier Rollenspielelemente reinbringen? Nee, jetzt natürlich nur, ja, ich sag jetzt mal ganz doof, so halbherzhaft, ne? Also, ne? Also man muss ja nicht einfach nur bauen, man kann das Ganze ja auch irgendwie, ne, mit spaßigen Dingen verbinden, die dann vorbereitet werden. Ja, keine Ahnung. Ich wüsste noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, wie ich euch richtig erklären soll. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, fängt schon gut an, ne, Junge. Ne, da weiß einer wieder nicht, was er will und wir sollen ihn auch noch unterstützen und ja, also ich nehme das auch dann nochmal voraus. Ich mache das hier alles just for fun. Wenn irgendwie irgendwann mal auch kein Spaß mehr bestehen sollte, dann würde ich auch sagen, ja, ne, dann eben nicht. Also ich verdiene damit jetzt nicht irgendwie Tausende von Euros oder überhaupt irgendwelche Euros. Ich mache das wirklich nur, ja, just for fun. Genauso wie dieses ganze Aufnehmerei. Ich könnte ja auch einfach so spielen. Ne, aber irgendwie ist das so ein Gesamthobby, möchte ich fast sagen. Ne, so Minecraft spielen, aufnehmen, die Videos dann auch zusammenschneiden. Das Dummgefasel, was ich hier im Prinzip mache. Ja, das gehört irgendwie alles zusammen. Ne? Das ist, ja, komisches Hobby, ich weiß. Aber ein interessantes Hobby und da möchte ich auch nicht drauf verzichten. Aber ich möchte eben halt auch nicht nur für mich hier diese ganze Klamotte machen, sondern ja, doch schon mit euch irgendwie so ein bisschen zusammen. Wenn ich weiß, dass ihr Spaß habt an dem hier, was ich hier mache, ne, also wenn ihr Spaß habt, wenn ich hier meinen Spaß habe oder woran ich hier meinen Spaß habe, dann haben wir doch alle unseren Spaß irgendwie und das ist... ja, ist doch schon mal was. Also ich werde auch die Videos versuchen, nicht allzu lange gehen zu lassen, sondern immer so in so einem gepflegten, ne, in Klammern halben Stunden-Style, wobei ich will mich auch da nie hundertprozentig festlegen, ne, so richtig nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Ja, und während ich hier, wie gesagt, meine blöden Sachen quatsche, fülle ich hier irgendwie ganz... automatisch schon den Boden auf. Ja, wobei, ich glaube, dieses eine Ding hier, das ist so nah am Wasser. Das kann gut sein, muss aber nicht. Aber das ist eine Höhle, die müssten wir zumindest mal... Ah, Moment, bevor ich die zumache, die müssen wir erkunden und erforschen. Und eigentlich wollte ich ja noch eine Kiste basteln, ne? Eine Kiste basteln. Ah, Moment, aber erstmal... Ach, alles gleichzeitig. Ihr kennt das selber wahrscheinlich auch. Am besten macht man alles gleichzeitig. So, Blumen. Zack, 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 zack. Diverse Kräuter und Gräser. So, dann gehe ich mal hier an eine Werkbank ran. Der sagt mir... Ja, Holz. Aber das... Da ist Holz. Wir machen Holz und wir machen noch mehr Holz für den Anfang. Und aus Holz, Leiter, Schilder, ja, brauchen wir alles. Viele, viele Truhen. Ich würde sagen, das reicht erstmal kurz, um die da hinten hinzustellen. Wie gesagt, ich werde ein bisschen terraformen müssen. Ne, das hier werde ich dann wohl zumachen. Ja, ihr werdet sehen. Also ich werde hier vielleicht auch bei Terraform arbeiten. Kann es sehr gut passieren, dass ich einfach mal mache und euch dann einfach später zeige und erkläre, was habe ich denn da gemacht. Oder wenn ich irgendwie was anfange zu bauen und ich merke schon, oh, das wird jetzt wirklich Stunden oder mehrere Tage oder Episoden in Anspruch nehmen, mache ich das vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es tue. Ich will euch nur schon mal vorwarnen. Kann es sein, dass ich dann offline irgendwelche Dinge dann fertig mache oder weiterführe.
und euch dann eben mal zeige, was ist da passiert in der Zwischenzeit. Aber jetzt geht auch da drüben erst einmal wieder die Sonne unter, ne? Die Lichter gehen aus. Zack, zack, zack. So, trotzdem wollte ich den einen oder anderen Klumpen hier noch eingesammelt haben. Okay, aber wir müssen drauf achten, ne? Wir müssen drauf achten. Und müssen uns auch hinlegen, obwohl... Den mache ich gleich auf dem Rückweg zu. Na, ich will euch ja jetzt auch hier am Anfang nicht einfach nur irgendwie beim Terraform versuchen, bei Laune zu halten. Da sind die Leute dann schneller weg, als man gucken kann. Ich nehme jetzt mal hier den Sand. Ein bisschen Schmutz. Legen wir uns erstmal ganz kurz hin. Zack, und da sind wir auch schon wieder. Ja, da ich mich hier, wie gesagt, auf dem Online-Server befinde, will ich schon darauf achten, dass ich mich nachts hinlege. Es gibt zwar immer mal wieder Ausnahmen, wenn ich alleine bin, was nicht bedeutet, dass hier viele, viele andere auch noch im Server sind, aber die Möglichkeit besteht, dass der eine oder andere mal hier ist oder dass vielleicht sogar später der eine oder andere mal hier auf dem Server eingeladen werden könnte. Wie gesagt, schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Wir haben jetzt gerade frisch angefangen. Mehr oder weniger, ja, zweite Staffel und ich bereue nicht unbedingt, dass ich jetzt mit der Java Edition spiele, aber ich bin doch ein bisschen traurig, dass es nicht möglich war, die Minecraft-Welt in der PE Edition irgendwie umzukonvertieren, um die dann hier auf dem Server zu laden, weil dann hätte ich auch ganz normal damit weitergespielt. Aber ich war tatsächlich gezwungen, ja, die zurückzulassen. Es war nicht möglich, die zu konvertieren. Also man kann zwar Java-Welten, also ich könnte die jetzt hier runterladen, könnte damit offline spielen. Oder ich könnte eine Offline-Welt einfach hochladen und damit kann man dann online spielen. Was Backups zum Beispiel sehr ja, einfach macht, ist ja auch, wenn ich, wie gesagt, Leute einlade, die dann hier frei auf dem Server walten könnten. Muss man ja auch mit aufpassen. Okay, ich weiß jetzt gar nicht genau, worauf ich hinaus will. Aber auf jeden Fall nur dieser Umstieg auf die Java-Edition hat im Grunde mehr Vorteile als Nachteile. Sagen wir einfach mal so. Ne? Machen wir es einfach und sagen das so. Oder wisst ihr was? Komm, wir haben jetzt noch ein paar Minütchen, haben wir Zeit. Und bevor ich jetzt einfach nur hier den Boden die ganze Zeit doof setze, ne, bin ich einfach zu neugierig, was befindet sich hier unten. Aber Moment. Ja, wir haben ja auch Steine. Ich habe eine Schalkerbox in der Tasche. Was für Höhlengänge gar nicht mal so schlecht ist. So, den Stuss, das lasse ich alles mal kurz hier. Da auch, ich habe Futter, ich habe... So, wie ist das? Jetzt gehen wir nämlich einfach mal gucken. Und jetzt kommt auch was, was ich auch vorher nicht kannte. Und ich weiß gar nicht, ob das ohne Shader so auch funktioniert. Ne, einfach eine Fackel in die Hand nehmen und dann rein ins Dunkel. Ja, doch, und... Höhlenmusik. Vielleicht war es das hier ja schon. Obwohl, das hört sich an, als wenn es hier noch richtig weit reingeht. Okay, ich mache das Prinzip, wie es alle anderen auch machen. Fackeln kommen immer nach rechts. So weiß ich irgendwann mal, aus welcher Richtung bin ich gekommen. Ah ja, ja. Da haben wir doch... Ja. Fängt schon sehr gut an. Ja, schade, dass man so eine Fackel nicht auch runterwerfen kann, um zu gucken. Wobei, ich brauche mir ja eigentlich auch gar nicht ins Hemd machen. Deswegen lasst mich hier mal ein bisschen kloppen. Ne? Werden wir uns mal den Weg nach unten bahnen. Wir brauchen die Ressource Stein ja sowieso. Und dank Behutsamkeit brauche ich die Dinger auch nicht brennen. Wobei, jetzt kommt's, ne? Wir sind zwar jetzt eine Ecke weit runtergegangen, aber sind wir hier schon unter Wasser? Wir hatten ja direkt Meer. So. Ja, ich mache das hier natürlich alles so ein bisschen ohne Sinn und Verstand. Ich könnte auch einfach runterspringen und mich dann wieder nach oben bauen. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt so ein bisschen Treppen-Style irgendwie nach unten. Aber irgendwie höre ich die ganze Zeit von hier, brr, nicht von unten.
Oh, ein Creeper will ich auch schon. Ja, damals, ne? Man erinnert sich, die ersten Minecraft-Momente, auch von mir natürlich, in einer Höhle, ohne Rüstung, ohne vernünftige Waffen. 15 Mal gestorben. Ja, seht ihr, ne? Hier, meinte ich. Und da geht es dann aber, glaube ich, auch schon irgendwie nach unten auch. Nein, nein! Oh, Alarm, Alarm! Und genau das wollte ich nicht. Aber die springen sich hier auch gerade alle selber weg, deswegen ist das in Ordnung. Okay, Moment. Wollen wir mal der Situation Herr werden? Der kann ruhig explodieren. So, dann nimmt er nämlich die anderen auch alle mit. Ja, Heide Witzka! Aber genau deswegen habe ich mich entschlossen, ne, nochmal neu irgendwo hinzugehen. Man ist einfach mit der Zeit auch, ne, diesen Luxus gewöhnt, einfach in sein riesen Warenlager zu gehen, wo man dann ja alles hat, was man braucht. So, da ein bisschen Orientierung, was vorhin noch vorhanden war, ist jetzt endgültig weg. Ja, nur mal für auf die Schnelle. Ein bisschen für Licht sorgen. Nimm das zu. Zombie. Schön. Ja, ist los, Kumpel. Warte mal, ich komme mal hier hin. Haha. Ja, wunderbar. Da hat sich das Problem mehr oder weniger fast von selber aus der Welt geschafft. So, aber ich wollte hier dann gleich noch ein bisschen sammeln, wenn wir schon mal da sind. Und wo kommen die alle her? Die können doch auch nicht mal eben schnell gespawnt sein. Ich meine, können schon, aber meine Herren. Ist ja ganz schön ein strammer Spawn, der hier stattfindet, ne? Mit dem könnte ich jetzt eigentlich auch aufnehmen. Aber ich weiß nicht, was wir hier sonst noch so alles haben. Und eigentlich wollte ich so tief hier in die Höhlen jetzt auch gar nicht rein. Obwohl schön, dass wir Pilze und wir schon gefunden haben. Hallo, Mr. Creeperman. Wieso höre ich hier... Mein Gott, hier ist ja... Was ist das für eine Höhle? Ich dachte auch die ganze Zeit gerade... mein Gott, wäre das toll, wenn wir auf einmal irgendwo einen Spawner finden würden. Aber man muss ja auch nicht gleich übertreiben. Wobei, ich finde die Höhle, die ist hier schon... echt höhlig. Und hier geht's. Richtig die Post ab. Okay, ja, wir haben auf jeden Fall eine tolle Höhle gefunden. Die hat es auch echt in sich und die geht auch in alle Richtungen. Also wir haben hier alles, von Skelette, ne, bis zu Creeper. Und scheinbar geht die auch runter bis zum Erdkern. Ja, schnell wieder raus. Also hier kann ich nicht mal eben schnell zuschütten.
hier werde ich mir später eine Mine draus machen. Eieieiei. Jetzt muss ich allerdings erstmal wieder gucken, wie komme ich hier überhaupt weg. So, hier war die Kohle. Ja, und ich bin natürlich super froh, dass ich eben alles hier schon eingepackt hatte. Meine Rüstung und meine Waffen. Sonst wäre es das jetzt gewesen. Allerdings, das war es dann auch mit meinen Fackeln jetzt. Haha. Meine, aber hier ist ein richtig heftiger unterirdischer Spawn. Aber dunkel kannst du auch nicht sein, oder? Und das ist das Beste, was man machen kann. Im Dunkeln irgendwo hinzugehen und zu kämpfen, ohne zu wissen, fällt man da jetzt runter? Es sind da Wege. Ich kann nur ganz schemenhaft hier irgendwelche Sachen erkennen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich baue mal eben schnell hier so ein bisschen Kohle ab. Zack, 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 zack. Beziehungsweise die ganzen Blöcke baue ich ab. Da gehe ich dann später mit meiner Glückshacke mal dran. Ja, jetzt habe ich natürlich sehr wahllos auch die Fackeln überall hingehauen. Eisen ist gut. Was sind das für Geräusche? Ja, vielleicht. Wisst ihr, was total genial wäre? Kreide. Minecraft-Erfinder erfindet Kreide. Hat man einfach so zack und dann so ein Pfeil, den man in alle Richtungen drehen kann. Das wäre doch mal, damit man in der Höhle mal so eine gewisse Orientierung irgendwie hat. Oh ja, es ist hier auch schon in der Nacht. Das ist sehr gut. Ja, Leute, dann habe ich hier auch schon wieder leicht überzogen. Aber das ist für die ersten Parts eigentlich mal egal. Wie gesagt, das wird hier und da immer mal wieder vorkommen. Ein bisschen was an Ressourcen haben wir gesammelt. Wir werden mal gucken, was wir dann in den nächsten Parts, wie gesagt, hier basteln. Wir brauchen erstmal Kleinigkeiten. Einen kleinen Brennofen brauchen wir, um einen großen Brennofen zu machen, um eine Brennofenanlage zu bauen, die fast halbautomatisch funktioniert. Aber wir legen uns jetzt erstmal hin und schauen mal, was beim nächsten Mal passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und auch mal ein paar nette Worte oder Vorschläge in den Kommentaren hinterlasst. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ich bin der Kong. Oh nein, Zombie-Angriff. Und zwar. Kein kleiner. Massive Zombie-Welle greift uns hier an. Die mache ich noch eben schnell weg. Ja, da kann man ja sonst kein Auge zutun, wenn die ganze Zeit um einen rum hampeln hier. Aber wir sind gut gewappnet. Da ist schon wieder ein Creeper. Aber wisst ihr was? Auch den mache ich nochmal eben weg. Ich sehe sogar zwei Creeper. Mit einem richtig toll verzauberten Bogen. Könnte mich natürlich auch einfach schnell hinlegen. Zack. Mario. Oder? Mal kurz gucken gehen. Zack. Ja, wir brauchen natürlich auch diese Ressourcen. Ne, Sprengpulver, obwohl ich habe auch eine schöne Farm schon gebaut. Ja, komm, aber ich will auch nicht hier im Dunkeln jetzt die ganze Zeit auf Zombiejagd gehen. Das ist zwar auch tatsächlich mal wieder interessant, aber
Okay, Leute, wo war ich stehen geblieben? Ich war eigentlich mich am Verabschieden. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar nette Worte in den Kommentaren hinterlasst. Ja, einen Daumen nach oben gibt und den Kanal abonniert natürlich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Minecraft Hollow, dem Langzeit-Let's Play von I am Korgen. Ich bin der Korgen. Bis dann.